Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Habt ihr auch das Vivo X60 Pro 5G und wollt es gegebenenfalls mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Das kann ja durchaus der Fall sein, wenn man sich zum Beispiel von seinem Smartphone trennen möchte, wenn man es verkaufen, verschenken möchte oder eben aber auch, wenn man zum Beispiel einen kleinen technischen Defekt hatte oder vielleicht sich zugemüllt hat und es einfach mal wieder auf Null zurücksetzen möchte. Wir gucken uns in diesem Video mal das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beim X60 Pro 5G genauer an. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video kümmern wir uns um das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen vom X60 Pro 5G von Vivo. Kann ja sein, wie gesagt, dass ihr das Gerät vielleicht verkaufen wollt, abgeben wollt, wie auch immer. Dann solltet ihr auf jeden Fall vor jeder Abgabe eines Smartphones immer dieses Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, ganz wichtig. Und vorher auch eure Konten löschen. Im besten Falle macht ihr das manuell vorab einmal. Und eben dran denken, ja generell, dass ihr eure SIM-Karten rausnehmt. MicroSD-Karte hat das X60 Pro 5G hier nicht oder bietet keinen Platz dafür. Deswegen wenigstens an die SIM-Karten denken. Das sind ja ist ja euer Eigentum. Das wollt ihr ja oder die wollt ihr auch nach der Abgabe des Geräts behalten. Also wir gucken uns jetzt einmal an, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr das Gerät für euch selbst natürlich nur zurücksetzen wollt, müsst ihr natürlich eure SIM-Karten nicht herausnehmen und so weiter. Aber ja, meistens setzt man so ein Handy ja zurück, wenn man es entweder abgeben möchte. Oder ja, verschenken möchte, verkaufen möchte, wie auch immer. Also, wir gehen einmal in die Einstellung und scrollen hier einmal ganz nach unten, denn da haben wir den Bereich Konten. Da gehen wir jetzt vorab einmal drauf. Wir haben ja hier unser Google-Konto, mit dem wir angemeldet sind. Wir sehen das hier, unser technikvideowelt@gmail.com-Konto. Und das sollte man eben aus Sicherheitsgründen vorab einmal entfernen. Wir klicken da einmal drauf und ja, wollen uns ja hier eben mit unserem Konto abmelden. Wir sollen uns natürlich im Vorfeld bei jeglicher Zurücksetzung eines Geräts dessen sicher sein, dass ja nachher alles irgendwie weg ist. Ne? Also ihr müsst vorab sehen, dass ihr alles, was ihr behalten wollt, irgendwie rettet, dass ihr das in ein Backup schiebt oder vom Handy zieht, auf den Rechner oder wie auch immer. Und ja, solltet da 2-3 Mal sicher gehen, dass ihr wirklich alles runter habt. Guckt an Fotos, Videos, Daten, Kontakte und was nicht alles, damit ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid und nicht nachher bereut, das Gerät zurückgesetzt zu haben. Das nur vorab, das gilt für ja, alle Herangehensweisen, egal ob ihr es verkaufen wollt oder für euch selbst zurücksetzen wollt. Sobald ihr das zurückgesetzt habt oder den letzten Step geklickt habt, ist's vorbei. Deswegen hier auch beim Konto entfernen, das könnte ich natürlich im Nachgang dann auch wieder ja, einrichten, aber das löschen wir jetzt, wir kriegen dann noch eine Warnmeldung. Durch das Entfernen dieses Kontos werden alle zugehörigen Nachrichten, Kontakte und andere Daten vom Telefon gelöscht, das was ich gerade schon so andeutete. Wir können das jetzt nochmal abbrechen oder sagen Konto entfernen. Bist du sicher? Schutzfunktionen für dein Mobilgerät funktionieren dann nicht mehr. Logo, die hängen ja mit unserem Konto zusammen. Okay. So, und jetzt muss ich, um das Ganze überhaupt hinzubekommen, natürlich einmal hier irgendeine Bestätigung geben über PIN bzw. über meinen Fingerabdruck. Ich sehe hier unten das Fingerabdrucksymbol, wir haben ja einen Fingerabdruck eingerichtet. Oder alternativ eben die PIN, die wir eingerichtet haben. Kann natürlich sein, wenn ihr ein Muster habt oder ein Passwort, dass das dann eben bei euch nicht PIN, sondern ja, entsprechend Muster oder Passwort heißt da oben. Ich gebe jetzt hier meinen Daumen einmal ein, so. Und jetzt sehe ich schon, mein Konto ist entfernt. Da ist kein technikvideowelt@gmail.com mehr da. Das heißt, das war schon mal erfolgreich. Und dann gehen wir jetzt hier ein bisschen einen Step runter in den Bereich System. Klicke darauf und jetzt habe ich hier unten diesen Punkt Optionen zum Zurücksetzen. Das wollen wir auswählen. Und hier gibt es dann nochmal verschiedene ja, Zurücksetzmodi, nennen wir es mal. Wir können alles, was mit WLAN, mobilen Daten, Bluetooth zusammenhängt, irgendwie zurücksetzen. Wir können alle App-Einstellungen zurücksetzen, alle Einstellungen wiederherstellen oder eben alle Daten löschen. Und das ist der Punkt, auch nicht zuletzt deswegen ganz unten aufgelistet, wo man auf Werkseinstellungen zurücksetzt, wo eben wirklich alles vom Gerät gelöscht wird. Dass es so nachher wieder ist, wie ihr es, wenn ihr es neu bekommen habt, eben nach der Ersteinrichtung vorgefunden habt, ohne irgendeine Connection zu euch. So, wir wählen jetzt diesen unteren Punkt aus, denn wir wollen alles löschen, auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann klicke ich da einmal drauf. Dann kommt hier alle Daten löschen, auf Werkseinstellung zurücksetzen. Hierdurch werden alle Daten aus dem internen Speicher deines Smartphones gelöscht, wie zum Beispiel die folgenden. Dein Google-Konto, also hier sehen wir, dass das wohl auch über diesen Weg mit gelöscht werden würde. Ich würde es trotzdem manuell vorab machen, einfach um auch zu sehen, dass es weg ist. System- und App-Daten sowie entsprechende Einstellungen, heruntergeladene Apps, Musik, Fotos und sonstige Nutzerdaten. Das interne Speicher ist natürlich hier fett gedruckt. Hier gibt es keinen externen Speicher bei dem Gerät, deswegen ist das eigentlich ja, hinfällig.
gibt ja genug Smartphones, die eben ermöglichen, über eine Micro-SD-Karte den Speicher zu erweitern. Da ist das dann eventuell eine relevante Geschichte. Habt ihr hier gar nicht, hier passt keine Micro-SD-Karte rein. Deswegen ist es klar, dass nur der interne Speicher betroffen ist. So. An dieser Stelle kann ich jetzt sagen, alle Daten löschen. Vielleicht nochmal kurz in euch gehen, wenn ihr diese Liste hier abklappert, habt ihr alles gerettet, was ihr braucht. Und dann sagt ihr, sofern das ja der Fall vorliegt, dass ihr alles gerettet habt, alle Daten löschen. Und auch an dieser Stelle müssen wir jetzt nochmal nicht unseren Fingerabdruck, sondern ein numerisches Passwort, wie es hier heißt. Gut, ich gehe davon aus, dass meine PIN gemeint ist. Ich gebe hier 4x0 ein, das war unsere PIN. Ja, war richtig. Und jetzt steht hier, alle Daten löschen, alle deine personenbezogenen Daten und heruntergeladenen Apps werden gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Also am besten hier nochmal kurz überlegen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, das Ganze abzubrechen. Aber ich schätze, wenn ich jetzt hier alle Daten löschen sage, vielleicht gibt es dann nochmal eine Abfrage, aber dann war es das. Und nein, es gibt keine weitere Abfrage, wie wir hier sehen. Das Gerät wird jetzt direkt runtergefahren. Ist jetzt eh alles zu spät. Ich kann nichts mehr daran machen. Und ja, jetzt wird praktisch dieser Zurücksetzmodus im Zusammenspiel mit einem Neustart vonstatten gehen. Und ja, wir gucken mal, wann wir uns dann gleich wahrscheinlich bei der Sprachwahl wiedersehen, beziehungsweise müssen wir dann noch einmal unsere SIM-PIN vorab eingeben. Wir haben ja hier unten noch unsere SIM-PIN drin, die haben wir noch gar nicht, unsere SIM-Karte drin, die haben wir noch gar nicht herausgenommen. Das heißt, kann auch sein, dass wir da gleich landen. Ist natürlich abhängig davon, ob ihr jetzt eure SIM-Karte vorher rausnehmt, vorm Zurücksetzen oder danach. Wir gucken mal, wo wir gleich uns wiedersehen. So, das ging super schnell. Ich muss dazu sagen, wir haben das Gerät ja gerade erst frisch eingerichtet. Wir haben gar nicht groß Apps heruntergeladen oder irgendwelche Fotos, Videos darauf gespeichert. Aber wir sehen schon, sobald das Gerät nach dem Neustart erkennt, dass noch eine SIM-Karte drin ist, springt er um von dieser Sprachwahl auf die Vergabe der SIM-PIN, wie wir gesehen haben. Das mache ich jetzt eben einmal. Gebe da unsere SIM-PIN ein. Okay. Oh, irgendwie hat er gerade Schwierigkeiten. Okay. Ah, jetzt hat er es geschafft. Nach der Vergabe der SIM-PIN sehen wir, nur damit wir das eben einmal aktivieren wieder hier, wie gesagt, vielleicht habt ihr sie auch vorher rausgenommen, auf jeden Fall landen wir jetzt hier wieder bei der Sprachwahl. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, normalerweise ist die auf Englisch, sofern das Gerät zurückgesetzt zu euch kommt. Und wir sehen ja, er hat jetzt wieder unsere SIM-Karte erkannt, schlägt uns hier wieder unsere Nummer vor, okay. Er wird wahrscheinlich anhand der SIM-Karte irgendwie erkennen, dass wir in Deutschland sind. Normalerweise wäre das jetzt hier bei euch wahrscheinlich auf Englisch, wenn ihr das Gerät das erste Mal wieder vorfindet, beziehungsweise wenn ihr es zurückgesetzt habt und vorher eure SIM-Karte rausgenommen habt. Das war es jetzt erstmal zum Thema Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bei eurem Vivo X60 Pro 5G. Falls ihr das Gerät verkaufen wollt, wünsche ich euch ein gutes Geschäft. Ansonsten hoffe ich, dass es vielleicht nur einen kleinen technischen Bedarf gab, beziehungsweise ihr einfach mal aufräumen wolltet, dass ihr euer X60 Pro zurücksetzen wolltet. Wie gesagt, dann könnt ihr natürlich auch eure Karten da drin lassen. Ich nehme die jetzt gleich noch raus und dann war es das für uns. Und dann war es das auch mit der Reihe Tutorials zum X60 Pro 5G. Ich hoffe, für euch war da einiges Interessantes bei. Ich hoffe auch, dass euch dieses Video gefallen hat und geholfen hat vor allem. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal. Mach das! Genau, Alpa ist auch für und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!